Ich heiße Isabel Höfels, ich bin Friseurmeisterin und Make-up-Artist und bin mit dem Buch Danja Ward Mama nominiert. In meinem Buch geht es um meine Adoptionsgeschichte und wie ich meine indischen Wurzeln gefunden habe. Seitdem ich denken kann, frage ich mich, woher ich komme und wie meine leiblichen Eltern aussehen, ob ich noch Geschwister habe. Und dieser Gedanke, nicht zu wissen, wo man herkommt, zerreißt einen innerlich. Und ich möchte die Geschichte einfach teilen und den Menschen einen Weg aufzeigen, wie ich das angegangen bin. Ich bin zweimal nach Indien gereist, um meine indische Familie ausfindig zu machen. Ich war in Gegenden, die nicht touristisch erschlossen sind, und das war eine wahnsinnige Erfahrung für mich. Ich habe meine Familie dort ausfindig machen können und fühle mich, seitdem ich das alles weiß, wo ich herkomme, viel geerdeter und ja, bin irgendwo angekommen.